oder die gestrichelte Linie, sagen wir es mal ja so. Ich bin ja fast, ich muss ja hier rüber. Hier rüber. Aber ich hänge an diesem scheiß Weg fest hier. Weil ich muss nach unten. Irgendwo muss ich nach unten. Da geht's aber nicht weiter. Die Toten halten den Berg. Den Weg. Da, ich muss irgendwie da unten hin. Da ist ein Baum da vorne rechts. Ja, vielleicht kann ich da irgendwie drüber kraxeln oder was, aber ich muss ja irgendwie mal da hinkommen. Aber die Frage ist, wie? Springen kann er auch nicht. Er ist also so beweglich wie... Moment. Komm ich oben von dem Berg eventuell da runter, da drauf, darüber? Das heißt, ich muss da mal komplett hochlaufen. Schauen wir uns da mal um. Vielleicht gibt es ja da vielleicht doch noch irgendwie so ein... Ja, dann lass es. Opfer. Ich meine, das kann er. Dass ich meinen Bruder mal anrufe, ist ja der hellste Wahnsinn. Ja, hoch, hoch, jawohl, hoch, kletter doch, Annemarie, kletter, klettern sollst du. Du sollst klettern, wenn ich sag, dann kletterst du, dann klettere. Ja, da will er nicht, das ist Versagen. Du musst ja irgendwie da runter, Mann. Ah, ja, wahrscheinlich, das ist die Kirche, wo ich hin muss, hä? Würde mich jetzt nicht wundern. Ja. Hier. Oh, da geht's aber ganz schön weit runter. Gebe ich denn da jetzt runter? Das wäre mein... komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Uiuiuiui. Na, da will er nicht hoch. Ich kann ja versuchen, ob ich da runterkomme, aber wahrscheinlich bin ich dann tot. Oh, what? Er kommt da hoch? Und jetzt hänge ich aber hier fest, ja. Schon. Irgendwie musst du doch da hochkommen. Komm, Ingrid. Gib dich einen Ruck. Ach, ich darf da nicht hin, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, ja. Die lassen mich nicht dahin. Die lassen mich nicht dahin. Das heißt, ich versuche jetzt mal hier runter, ob ich da runterkomme. Ja, ist gut. Richtig ab. Alles gut. Wahrscheinlich gehe ich, wenn ich versuche da runterzukommen, wahrscheinlich abschmieren. Aber da... Das ist ja genau... Warte mal, ich bin jetzt oberhalb dieses Zettels. Oberhalb des Zettels. Ich stehe jetzt hier oben auf dem Berg. Ich gehe ja da weiter, aber wie komme ich da runter? Weil da geht ja der Weg lang. Genau, das ist betrachtet der Weg, das müsste dann der sein. Da, von der Brücke runter, da hinten lang. Aber ich muss ja irgendwie da runter, ohne dass ich mir die Gräten breche. Ja, mit ihm hier vor allen Dingen. Letzter Speicherpunkt war ja hier oben, ne? Wo das Lagerfeuer. Ja, das ist nicht weit weg. Quasi bin ich ja hier schon hier oben. Ach.
Oh, wow. Ich hab... Wow. Hätte ich gedacht, dass das funktioniert. Sehr geil. Ich dachte, ich gehe drauf. So. Gut, haben wir geschafft. Wir sind jetzt dahinter. Ah, so, wie geht's jetzt weiter? Wir können, ich glaube, eine kleine Kurve laufen. Oder wir können auch geradeaus weiterlaufen. Ja, die Kurve bringt uns jetzt auch nicht, würde ich sagen. Warte mal. Das ist, glaube ich, dann hier lang, recht, genau. Wir könnten da geradeaus weiterlaufen. Das heißt, ich laufe eben erst die Kurve. Vielleicht gibt es da irgendwo noch ein Zettelchen oder so, ne? Dass wir da nicht abgeschmiert sind. Alter. So, wir glauben hier runter jetzt. Da oben ist die Kirche. Oh, warte mal. Oh, das gibt's ja nicht. Das. Willst du mich verarschen? Ha. Da? Whoever you are, if you were reading these words, I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells, 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know. They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices, and showed me things worse than any nightmare you can possibly dream. Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world, and there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena. I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners, convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am Subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to. My only cellmate, Anton, whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however,
I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Mhm. Ja, das Licht hatten wir gerade auch. Sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. Ja, so, das hatten wir schon. So. Wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt alles. Wir sind schon hier oben. Wow. So, und jetzt? Oh Mann, ey. Okay. Ich fühle, das ist gleich eine schöne, verlassene alte Kirche hier. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich kann doch mal hier oben lang. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt durch haben. Das ist eine Höhle. Können wir da rein? Oh. Wird geladen. Da sind wir ganz bestimmt nicht. Da ist unser, genau. Wir haben alle Koordinaten haben wir jetzt durch. Jetzt ist, ja. Wie geht's jetzt weiter? Wow, okay, ich geh lieber. So, den Speicherpunkt haben wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Vielleicht. Vielleicht müssen wir wieder auf der Karte irgendwo angezeigt, wo ich eventuell hin muss. Aber wenn man überlegt, wir haben ja ziemlich viel abgelaufen, ne? Schon der Wahnsinn. So, wir waren jetzt hier, wir haben jetzt alles fertig. Aber der Kompass zeigt mir jetzt bestimmt, wo ich hin muss. Auf mich juckt's gerade. Au, 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 au. Dahin. Okay. Ja. Komme ich aber nicht lang. Nein. Da komme ich nicht lang. Gucken wir, ob ich an der Kirche vorbeikomme, eventuell. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo ich hin muss. Warum? Scheint ein Friedhof zu sein hier. Kommen wir hier irgendwo. Ach, Kerl, dann. Das gibt's nicht. Nicht lang. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder im Kreis laufe. Das kann diese Bäume. Wer hat die hier hingemacht? Oh. Weiß nicht. Ich laufe jetzt mal unten lang. Vielleicht komme ich hier unten irgendwo hin. Ja. Kann ich auch noch hängen. Da geh mal weg. So, da geht es nicht lang. Ja, wir müssen in die Richtung.
zu laufen. Ja, ist auch da lang, aber ich muss jetzt mal einen ganzen Weg zurücklegen, damit ich da überhaupt unten herlaufen kann oder sowas. Ja genau, hier geht es nochmal ziemlich weit nach unten. Sehr geil. Ach. Ich hätte nicht mal einfacher laufen können, oder? Ja. Nobody knows. So, komme ich hier irgendwo runter? Wenn ich da vorne gesprungen wäre, wäre ich wahrscheinlich ganz da unten geknallt. Da wäre ich wahrscheinlich nicht weggekommen da. Ja, da unten laufen sie rum. Aber irgendwie muss man ja darüber kommen. Nase gerade. Ja. Ich denke nicht, dass ich die Chance habe, darüber zu springen. Wahrscheinlich würde ich. Ach, ich gehe wahrscheinlich drauf. Probieren wir es aus. Okay. Ich bin ja vorhin bei der Brücke auch darunter gekommen und ja, ne? Hat ja irgendwie funktioniert. Und ich dachte, vielleicht klappt das hier auch so, aber dafür ist er dann zu langsam. Viel zu langsam.